Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar GTA San Andreas. Wir starten gleich mal ein neues Spiel. Francis Intel Airport, Liberty City, 1992. After 5 years on the East Coast, it was time to go home. Welcome to Los Santos Airport. Sup? Carl is sweet. Sup, sweet? What you want? This is Mama. She's dead, bro. I'll take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. My money, man. Hey, don't worry about it. I'll fill it out later. Welcome home, Carl. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer Tenpenny. I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. Ease up, man. Damn. Watch your head. Ah. Oh, my bad. Get out of here, you greaseball bastard! Stupid Mexican. Oh, hey, sorry. My bag. Hey, man, my bag! How you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my mom's. You know that. Yeah, I guess I do. So what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not 10 minutes ago. Officer Pendleberry. A fine man, I might add. You work fast, nigga. You know I just got off the plane. Well, that's a good thing we found you. Retrieve the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll fight. In the meantime, try not to gun down any more officers of the law. Y'all can't leave me here. This baller's country. I thought you said you was innocent, Carl. But you don't bang. This is Car 58. See you around like a donut, what? Carl. Officer Pendlebury's down. Ah, oh, shit. Here we go again. Worst place in the world. Rolling Heights, baller country. And I ain't represented Grove Street in 5 years. But the ballers won't give a shit. Und damit nochmal herzlich willkommen zu GTA San Andreas. Eins meiner absoluten Lieblings-GTAs. Und wir steigen hier gleich mal auf das Fahrrad. Und ich hoffe, das alles ist nicht zu dunkel gerade gewesen, die Zwischensequenz. Ich glaube, ich werde einfach mal beim nächsten Mal die Helligkeit ein bisschen höher schalten. Und wir bewegen uns jetzt mal zu dem CJ-Symbol unten auf der Minimap. Und da wird uns gerade die Steuerung erklärt, und wir werden wahrscheinlich nach GTA San Andreas oder hoffentlich nach GTA San Andreas auch relativ schnell GTA 5 spielen können, denn GTA 5 werde ich auf jeden Fall auch Let's Playen. Ich weiß aber noch, nicht, ob ich es dann gleich am Release zocke oder etwas später. Und dort
liegt ein Schlagring, das ist unsere erste Waffe. Ich werde euch so nach und nach zeigen, wo die einzelnen Waffen versteckt sind. Ich weiß natürlich nicht, wo jede Waffe versteckt ist und es wird auch kein 100% LP. Das heißt, ich werde nicht alle Hufeisen, nicht alle Graffitis und auch nicht alle Perlen sammeln. Und das Spiel ist übrigens auch schon etwas älter, aus dem Jahre 2005, aber es ist trotzdem immer noch, wie ich finde, das beste GTA. Und wir bewegen uns jetzt mal in den roten Kreis, um weiterzumachen. Big Smoke. You picked the wrong house, fool! Hey, hey, hey! Big Smoke! It's me, Carl! Chill, chill! CJ. Oh, my dog! What's up? Hey, baby. You okay, man? Nah, man. It's my mom's, homie. Hey, I don't know why this had to happen, but I promise you, I'm gonna find out who killed your moms. The streets is cold, dog. Like it says in the book, we are blessed and cursed. What fucking book? Same things make us laugh, make us cry. But right now, we gotta take care of our business. Go see your brother at the cemetery. Come on, let's bounce. You wanna drive? Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. You know me. It's not cut. Keep the value in it. Keep it real. Sweet und Kendall. I miss you these 5 years, man. They're gonna be real happy to see you. Hey, what's up, y'all? Look who I found hanging around. Carl, hey. Good to see you. I can't believe she gone, man. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Hey, she was my mama too. Not for the past 5 years, she wasn't, nigga. And where the fuck you think you going? What? Get out of my face. I'm going to see Caesar. The hell you are, girl. You ain't messing with them essays. You know we beat them. They ain't nothing but a Look, bunch of lowlife. Look, what the fuck are you? At least I got principles. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl, don't tell me shit, As long bitch. As he treat her right, disrespect you, and he did. How the hell you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, shit. Fucking asshole. Here we go again. This shit's real fucked up. Everything. What you mean? What, apart from your mother being dead? Things are going real bad. Here, let me show you running, man. Tony's buried over there. Little devil over there. It, big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on food first, then ask questions second. Ballers, drive by, incoming. Oh, motherfucker, my car. We gotta get back to the hood, man. It's too crazy around here. Grab a bike and pedal. Either you ain't forgotten that. Follow my lead. So, jetzt sollen wir hier aufs Fahrrad und sollen Sweet hinterherfahren. Übrigens, es gab mal zu der limitierten Edition von GTA San Andreas eine, noch eine DVD, wo die Vorgeschichte so ein bisschen war. Und jeden, den es interessiert, einfach mal auf YouTube eingeben. GTA San Andreas Vorgeschichte und die Typen verfolgen uns offenbar noch. Und ich möchte auch noch anmerken, wenn die Charaktere sich unterhalten, werde ich meistens wahrscheinlich nichts sagen. Einfach damit ihr
dieses Gespräch mitverfolgen könnt. Wenn es zu nervig wird, dann werde ich wahrscheinlich einfach das Ganze überquatschen. Und jetzt sollen wir weiter folgen. You're just a liability, CJ. Why you bother coming back? Straight back into the game, right, dog? Let's go live again. Was it this bad before you left? East Coast got you all thinned out, home. Oh, da sind wir gerade vom Fahrrad gefallen. Was machst du denn da? Jetzt komm, geh aufs Fahrrad. Genau. Und jetzt folgen wir weiter. Denn wenn man teils zu weit weg von den einzelnen Charakteren... Ah, da sind wir schon wieder runtergefallen. Wenn man zu weit weg ist von den einzelnen Charakteren, scheitert die Mission manchmal auch. Oh, wir haben den Radskill verbessert. Du kannst höher springen und schneller zurücksetzen, ohne zu stürzen. Und wir sind immer noch zu weit weg. Aber wir holen die zwei jetzt hoffentlich mal schnell ein. Gebe ich hier nochmal so ein bisschen Gas. Übrigens, diese Karte Los Santos... in der wir uns gerade, oder wir sind gerade im Gebiet Los Santos. Das soll auch in GTA 5 übernommen werden. Vielleicht. I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Gia, and get yourself some colors, fool. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. Du kannst das Spiel speichern, indem du CJ's Haus betrittst. Du kannst ein Fahrzeug speichern, indem du es in der Garage parkst. Stell dich in die Markierung, um Karls Haus zu betreten. Mission erfüllt. Respekt plus. Geh in CJ's Haus, um fortzufahren. So, das machen wir jetzt auch mal. Wir gehen jetzt in CJ's Haus. Aus der Johnsons. Um das Spiel zu speichern, nimm das Diskettensymbol auf. Wenn du das Spiel speicherst, wird die Uhr um 6 Stunden vorgestellt. So, jetzt stellen wir uns das Diskettensymbol. Speichern auf einen dieser Spielstände. Wir nehmen mal den ersten. Und wir gehen jetzt hier nochmal raus. Geh zu Ryder, er wohnt ein Stück die Straße runter. Folge ihm eher auf dem Radar. Hello. Hey, thought I'd explain some shit. Sweet. Hey, what's up? Since you've been away, shit has changed around here. Grove Street families ain't big no more. Seville Boulevard families and Temple Drive families are beefing and split with the Grove. Now we so busy set tripping, Ballers and Vargos have taken over. So watch yourself out there. Yeah, I hear you. Thanks for the heads up. Don't mention. So, da haben wir gerade nochmal eine Info bekommen. Und ich würde sagen, wir sehen uns aber in der nächsten Folge. Let's Play GTA San Andreas. Bis zum nächsten Mal. Euer Frido. Ciao.